Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5. Und im letzten Part haben wir praktisch Dark Ninja Dave vergraben. Und jetzt wollen wir... Achso, am Anfang. Können wir zum Anfang zurück... Einfach gehen hier, so. Und jetzt können wir praktisch Joaquin... Ich glaube, so hieß er, ne? Können wir ihm die Karte geben. Ist weg. Nee, er war im nächsten Bild, ne? Genau. Und dann kann er sich den selbst suchen. Und dann ist er wahrscheinlich überglücklich und wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwie eine Belohnung. Mal gucken. So. Geben wir die Karte ihm zurück. En garde! Tolle Neuigkeiten, Doro. Ich glaube, deine Karte ist doch kein Betrug. Nein. Aber ich habe nie etwas mit ihr gefunden. Du hast sie wohl falsch gelesen. Hier, folge mir. Und X... Zeig da auf die Stelle. Na also, ich sagte dir doch, dass du es finden kannst. Puh, ich sollte jetzt mit dem Graben beginnen. Ja. Oh, ich hoffe nur, es ist nicht so tief wie die anderen. Madre de Dios. Dark. Ninja. Dave. Mit... Kille Karate Katana! Dark Ninja Dave! Dark Ninja Dave! Endlich gehört das ganze Set Porzellan Power Piraten mir! Mir alleine! Au! Ich habe Dreck in den Augen! Ja. Täuschen mich meine Ohren oder hat da nicht dieser stattliche Pirat gerade einen verborgenen Schatz ausgegraben? Und ob er das hat? Mit ein wenig Hilfe von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das ist ja fantastisch! Wir hatten seit Wochen keine anständige Schatzsuchergeschichte mehr. Ich sollte mich schnellstens mit diesem keuchenden Piraten austauschen, bevor er einen Infarkt erleidet oder schlimmer noch mit diesen Tölpeln der Times redet. Schmissiges Piratentum, Springwood. Nur weiter so. Die Geheimnisse von Deepgard gehören schon bald Ihnen. Ja, super. Geil. Hat doch gut geklappt. Dann bleibt jetzt nur noch eins. Was war das andere noch? Ich muss gerade überlegen. Aufsehen erregen, Schatz finden und... Was war denn das noch? Ich glaube, wir müssen nochmal mit ihm reden. Ich habe das gerade echt verbaselt. Was war denn noch? Gut, wir schauen mal. Irgendwie werden wir ja sicherlich noch Sachen machen können. So, ich will trotzdem mal mit ihm quatschen. Was gab's denn noch? Also Schatzsuche haben wir erfolgreich gemacht. Wir haben eine Schlägerei angezettelt im Wirtshaus. So, ich will nochmal quatschen. Davy. Was haben Sie für mich, Sleepgood? So, genau. Ich habe immer noch Fragen zu diesem Piratenkram. Schießen Sie los, Junge. Ich bin der reinste Informationspool. Was wollen Sie wissen? Also, ach, Schiffe kapern. Welche Schiffe gibt es auf Flotsam Island noch zu kapern? Ja, ja. Wir haben nur ein einziges Schiff auf Flotsam. Die Screaming Narwhal. Wurde schon seit Jahren nicht mehr gekapert. Das heißt, wir müssen jetzt Captain werden. Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, gut. Tschüss. Auf gute Piraterie, Kleiner. Aha. Ich stehe in Ihrer Fankurve. Also das sind... Die beiden Rätsel ergänzen sich also, kann man sagen. Wir haben natürlich jetzt noch allerlei im Dschungel zu erledigen. Da waren ja noch so ein paar Dinge, ein paar komische Orte. Aber da müssten wir irgendwie mehr drüber erfahren, denke ich, um da jetzt was zu machen. Und wir... Haben wir irgendwas, um die Fettspur zu... wieso ist das Menü manchmal weg? Die Fettspur zu entfernen. Tja, ist ja wirklich auch eine Bombe. Das könnte einen Piraten auf seinen oder ihren Allerwertesten werfen. Ja... Aber ich glaube, ja gut, wir könnten natürlich versuchen, den Winslow mit Bomben zu bewerfen, aber ich glaube nicht, dass das das Rätsels Lösung ist, ehrlich gesagt. Alphabet Schlussverkauf! So, ich gehe nochmal zu Winslow hin. Vielleicht können wir dem ja... Aber ich habe gerade... Ah! Ich habe gerade eine bescheuerte Idee. Wenn wir versuchen, über die Leine zu klettern, zieht er sie ja zu sich hin. Können wir eine Bombe in die Socke schmeißen? Stecken? Diese Hose der Größe 46 passt niemals in eine Socke der Größe 33. Wieso Hose? Ich habe doch gerade eine Bombe ausgewählt, oder bin ich jetzt doof?
Diese Hose der Größe 46 passt niemals in eine Socke der Größe 33. Achso, dann vielleicht die Bombe in die Hose packen. Oder? Das ist eine gute Idee. Aber ich sollte sie wahrscheinlich erstmal anzünden. Ich bin auf dem richtigen Weg, das und ist ja geil. Für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie was für mich tut. Ich hoffe nur, dass wir dann genug Zeit haben. Okay, und was kommt jetzt? Ja, steck die mal einfach unter der Tasche. Die brennt! Eil dich. Brennende Bombe, stell in die Socke, in die Tasche. In die Hose, meine ich. Glücklicherweise haben Winslows Unterhosen eine extra Verstärkung im Schritt. Ja, geil. Und jetzt Wäscheleine benutzen. Komm! Ja! Nein, nicht! Bitte! Ja, müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen, wenn Sie mich bezwingen wollen, Bursche. Oh, das würde ich nicht behaupten. Was? Cleveres Bürschchen. Ja, geil! Schiff gekapert! Gut gespielt, Master Streetfoot! Oder sollte ich besser Kapitän Streetfoot sagen? Kapitän? Ei! Nachdem Sie mich von der Screaming Narwhal vertrieben haben, sind Sie offiziell Ihr Kapitän, bis ein anderer kommt und Sie von dort vertreibt. Cool! Ei! Und wie cool das ist! Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe massive innere Blutungen, die versorgt werden müssen. Meinen Glückwunsch. Ich habe soeben gehört, dass es hier in der Nähe zu einem wilden Akt der Piraterie kam. Nicht irgendein wilder Akt der Piraterie. Eine waschechte Schiffskaperung durch niemand anderen als Kapitän Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Guybrush ist ein Wort. Einfach wundervoll. Das liefert Unterhaltungsstoff für meine Leser für mindestens eine Woche. Wissen Sie was, Threepwood? Sie haben Mumm. Piratenmumm. Warum gehen wir nicht zurück zur Keelhauler und sie erzählen mir etwas von sich? Naja, das nahm seinen Anfang auf Millie Island. Oha. Und so endete ich hier auf Flotsam Island. Keine Ahnung, Seaport, wie sie das geschafft haben, aber dank ihnen habe ich jetzt genug Schwertkampfgeschichten auf Lager, um unsere Flotsam Keelhauler Gazette über Monate hinweg zu füllen. Da werden die Jungs bei der Time staunen. Ja, das ist toll. Jetzt zu Deepgut. Ist mir eine Freude, Threepwood. Setzen Sie sich hin, während ich eine Kopie mache. Kopie? Timmy, hol mir mal eben eine Kopie der Akte von Deepgut, aber bitte pronto. Wird sofort erledigt, Mr. Nipperkin. Ja, gleiche Stimme. Hier, mein Junge. Alles, was Sie brauchen, um mit Deepgut in Kontakt zu treten. Darf aber niemand erfahren, dass ich Ihnen das gab, sonst lässt mich mein Herausgeber nur noch Todesanzeigen redigieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht wirklich, aber... Toll! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Star-Reporter David Nipperkin braucht jetzt noch Schlagzeilen. Endlich! Jetzt kann ich diesen Deepgut fragen, wie ich diese Insel wieder verlassen und zu Elaine zurückkehren kann. Hm, scheint ja ganz einfach zu sein. Deadline. Okay. Also hier müssen wir anfangen und dann zum das Haus der Voodoo-Lady haben wir doch schon... Ach, die Voodoo-Lady ist Deepgut. Ich glaub's ja nicht. Ja, okay. Also links und dreimal geradeaus. Also links und dreimal hoch. Okay. Ja, da werden wir gleich die Voodoo-Lady wieder treffen. Schön. Und das im vierten Part. Herrlich. Es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Bin begeistert. Macht Spaß. Ich hoffe echt, dass ihr auch so eine Freude habt wie ich, weil... Ach, Monkey Island ist einfach so schön und immer diese ganzen Anspielungen auf die älteren Teile und so und diese Sache mit YouTube, das ist auch so geil. Ich liebe das. Okay, also zum Dschungeleingang und dann links und dreimal hoch. Okay, dann wollen wir mal gucken. Grunzt es eigentlich immer noch? Ja, die Geräusche sind immer noch da. Oh, er ist weg. Er ist weg. So, also dann gehen wir jetzt einmal links und dreimal hoch. Und eigentlich hatte ich das ja vorhin schon gefunden, ohne diesen Hinweis zu haben. So, das heißt jetzt eigentlich nach oben, ne? Da. Ich hoffe, das geht auch so, wie es auf der Karte steht. Ja, geht schon. Dann da hoch und dann wohl nochmal hoch und dann sind wir am Haus. So, und genau. Da oben... Ja, das kommt hin. Da müsste dann das Haus sein. Bin gespannt, was das noch mit diesen ganzen Sachen hier auf sich hatte. Diese ganzen Altare und Drehscheiben und... Naja, gut. Aber wir haben das Passwort ja immer noch nicht, oder?
Tja, hoffentlich kommen wir jetzt irgendwie rein. Vielleicht weiß er jetzt ja das Passwort. Vielleicht war es vorhin einfach noch nicht an der Zeit. Wie lautet das Wort? Ah, Deadline. Alles klar. Deadline. Mhm. Gruselig. Willkommen, Guybrush. Die Voodoo-Lady. Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss dich so viel fragen. Für Fragen werden wir später noch genug Zeit haben. Jetzt reichst du mir erst einmal den LeChuck-Töter. Den was? Das verfluchte Schwert von Kaflu. Nachdem LeChuck vernichtet wurde, muss das Entermesser in einer verstörenden Voodoo-Zeremonie rituell entmachtet werden, um sicherzustellen, dass das Böse nie wieder erwacht. Nun, also... Das Rezept, das du mir gegeben, war ein Blindgänger. Nee, ich bin den schon verfolgt. Ich hätte das verbrust. Ja. Ich habe versucht, LeChuck mit dem Entermesser zu vernichten, war aber gezwungen, in letzter Sekunde meine Pläne zu ändern und dabei stieß ich auf gewisse Komplikationen. Was für Komplikationen? Nun, das Voodoo-Schwert hat LeChuck weniger ausgelöscht als in einen Menschen verwandelt. Oh. Ja, schön. Tipp. Ja, also erstmal Pocken entfernen, dann Elaine retten. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht der Doktor, den wir bisher noch nicht angetroffen haben. The Chuck, genau. Ja, das dachte ich mir schon fast. Okay. Wie schütze ich mich vor LeChucks Pocken? Ja, das ist ja das mit dem Schwamm gewesen. Das brauche ich eigentlich nochmal fragen.
So, okay. Wegen dieses großen Schwamms. Ja. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja. Okay, dann sind wir jetzt hier erstmal durch, ne? Aber ich... Achso, da ist doch ein Pfeil. Ah, geht doch noch was. Über dieses Medaillon? Welches Medaillon? Ach so. Ja. Er schüttelt mit dem Kopf. Okay. So, ich glaube, wir sind hier jetzt echt durch. Also, wir müssen den... Wie heißt der? Coronado? Ich habe schon wieder vergessen. Den müssen wir finden. Wie heißt du eigentlich? Ich will das auch endlich mal wissen. Warum nicht? Entschuldigung übrigens, ich kann das gar nicht rausschneiden, ist mir gerade eingefallen, weil ich die Tonspur gleichzeitig für das Spiel aufnehme. Verzeihung. Erzähl mir nochmal über das Video. Das haben wir alles schon. Ja, gute Frage. Ja, das ist auch eine tolle Antwort. Du bist Deep Cut. Ja. Gut, dann haben wir es jetzt. Ja, es ist mal wieder klasse. Ein Schädel. Vielleicht können wir doch irgendwas mitnehmen, das Papageiskelett? Ja, da fehlt ein Satz. Wahrscheinlich kann ich die jetzt gleich mitnehmen, oder? Handcreme? Schade. Ich dachte eben auch schon gerade, da haben wir unsere Lösung gefunden. Dann lesen wir die Titel lieber nicht, auch wenn ich neugierig wäre. Schrumpfköpfe.
Okay, hier sind noch Zutaten. Haben wir begriffen. Nutzlose Voodoo-Zutaten heißen sie jetzt. Maschine. Ja. Okay, irgendeine Maschine. Diorama. Okay, interessant. Ja, gibt's hier noch irgendwas mitzunehmen, ist die große Frage. Da, wahrscheinlich können wir die jetzt mitnehmen, ne? Bisschen angepisst, die Gute. Das wird bestimmt doch nützlich. Voodoo-Schrein. Ah ja, okay. Eine Truhe. Okay. Tote Tiere. Ja, natürlich. Tiefkühltruhe. Lecker. Schädelkerze. Oh. Mackie, das sagt mir doch irgendwas. Mackie. Ja, wir verlassen jetzt erstmal das Haus. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part weiter um. Da ist eine Lampe abgefallen. Darum, oder die Wetterfahne ist das. Darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.